Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Kachelmann-Wetter. Wir werden nicht drum herum kommen. Die erste richtige Hitze des Jahres wird uns zum nächsten Wochenende erreichen. Die Modelle werden immer konkreter und es könnte sogar richtig, richtig heiß werden. Wie heiß es werden könnte, wie lange das Ganze anhält und wann erste schwere Gewitter und Unwetter drohen, da wollen wir in diesem Video ein bisschen genauer drauf schauen. Jetzt schauen wir erstmal auf die nächsten Tage, gehen das Ganze natürlich chronologisch durch, blicken nochmal kurz auf den heutigen Nachmittag. Heute nochmal so, ja, der kühlste Tag der laufenden Woche. Gerade in der Nordosthälfte gibt es auch heute Nachmittag nochmal den ein oder anderen Schauer, auch ein kurzes Gewitter mit mal ein paar starken bis stürmischen Böen. Im Westen und Nordwesten wird das Ganze dann schon relativ schnell mit dem nachrückenden Hoch nachlassen. Ja, und im Süden wird es eigentlich auch am Nachmittag freundlich und sonnig werden. Hier auch noch am wärmsten mit so 21 bis örtlich 25, 26 Grad am Oberrhein. Ihr seht dagegen, im Norden wird es heute nichts werden mit der 20-Grad-Marke. Wir gucken auf den morgigen Dienstag. Da wird sich das Ganze schon beruhigen. Es wird verbreitet trocken sein. Einzelne Schauer vielleicht noch so im Ostseeumfeld. Insgesamt ist es dann auch im Norden noch mal so ein bisschen teilweise mal stärker bewölkt. Aber auch hier wird sich die Sonne mal durchsetzen. Ab der Landesmitte in Richtung Süden gibt es dagegen ja sonniges Wetter, meist wolkenlosen Himmel. Und die Temperaturen werden gerade hier im Südwesten schon wieder häufiger auf die 25 Grad Marke oder über die 25 Grad Marke steigen. Im Norden liegen wir eher so bei Werten dann um die 20 Grad. Ja, dann gucken wir schon mal weiter auf die Wetterlage zum Donnerstag. Das habe ich gestern schon gezeigt. Es hat sich ein klein wenig was verändert. Wir sehen immer noch dieses Hochdruckgebiet, ja, so westlich, nordwestlich von uns. Das sorgt für, ja, freundliches und trockenes Sommerwetter auch in den nächsten Tagen. Um dieses Hoch herum wird aber ja doch so mäßig warme Luft geführt. Also es ist noch nicht die große Heißluft. Die befindet sich, das haben wir ja in den letzten Tagen auch schon hinreichend erklärt, immer noch über Südwesteuropa, über Spanien, über dem Südwesten Frankreichs. Diese wird uns dann aber zum nächsten Wochenende erreichen. Was sich ein bisschen geändert hat, das ist die Tatsache, dass die Wettermodelle jetzt doch mehr so ein kleines Tief so über Tschechien drin haben, verbunden mit einem Höhentrog. Und das soll dafür sorgen, dass es dann im Süden und Südosten Bayerns dann doch durchaus zur Gewitterauslöse kommen kann. Da werden wir gleich noch drauf schauen. Also wir gucken auf den Mittwoch und den Donnerstag. Ja, der Mittwoch, der bringt verbreitet, ja, sonniges Sommerwetter. Wir sehen viel Sonnenschein im Norden, insgesamt so in den Richtung Küste noch mal ein bisschen wolkiger. Sonst nur wenige Wolken am Himmel, meist tiefblauer Himmel. Und die Temperaturen, die machen noch mal einen ordentlichen Satz nach oben. Im Südwesten schon über 30 Grad, teilweise bis zu 33 Grad vielleicht am Oberrhein Richtung Breisgau, Markgräflerland. Aber auch im Norden kommt dann zunehmend die sommerlich warme Luftmasse an. Einzelne Gewitter vielleicht am Alpenrand, wahrscheinlich aber eher inneralpin, sonst bleibt es im Alpenvorland dann auch eher noch trocken. Ja, und ja, mit in den nächsten Tagen wird die Waldbrandgefahr immer weiter ansteigen. Da tut die Trockenheit der letzten Wochen ihr Übriges. Teilweise haben wir in einigen Regionen schon die zweithöchste bzw. höchste Waldbrandgefahrenstufe. Wir gucken auf den Donnerstag und da gibt es weiterhin viel Sonnenschein, meist so ein paar lockere Wolkenfelder, mal ein paar Schleierwolken, die mal vorüberziehen. Also ist nicht immer und überall der tiefblaue Himmel. Und ja, im Norden können die Temperaturen mal so mit dieser etwas kühleren Luft, die mal reinkommt, sogar mal so 1, 2 Grad zurückgehen. Im Süden bleibt es dagegen sehr warm bis heiß und es können sich dann halt, wie gesagt, im Süden und Südosten Bayerns wahrscheinlich so zwischen Bayerischen Wald und Alpenrand dann auch mal örtlich kräftige Gewitter entwickeln. Mitunter könnten die örtlich sogar unwetterartig werden. Da gucken wir dann in den nächsten Tagen noch ein bisschen genauer drauf. Ja, dann gehen wir mal weiter und blicken auf das nächste Wochenende. Wir schauen mal auf die Wetterlage für den Samstag. Nun, dieses Hochdruckgebiet, was ja erst so ein bisschen nordwestlich von uns lag, das zieht dann über Deutschland hinweg und wird dann am Samstag schon so ein bisschen östlich, südöstlich von uns liegen. Gleichzeitig haben wir eine Tiefdruckrinne so über West-Südwesteuropa, die sich noch ein bisschen verstärkt. Und diese sorgt dafür, dass uns diese, ja, extreme Heißluft dann zum Wochenende erreicht. Und das ist wirklich eine außergewöhnliche Luftmasse. Also diese Luftmasse ist teilweise 15, 16 Grad über dem Durchschnitt. Und das werden wir am Wochenende mit der ersten, ja, Hitzephase, Hitzewelle, wie immer man das noch nennen will, dann merken. Gleichzeitig haben wir ja über dem Nordatlantik so, ja, Richtung britische Inseln, dann allmählich die deutsche Bucht erreichen, schon ein bisschen kühlere Luft. Da kommt schon, nähert sich so eine Kaltfront, aber die wird wahrscheinlich nicht so richtig durchschwenken, schleift so ein bisschen sich an Deutschland ran. Was das bedeutet, schauen wir dann jetzt mal auch bei den Trends bzw. bei den genauen Aussichten für die Tage von Freitag bis Sonntag drauf.
Nun, wir sehen, am Freitag gibt es nochmal ja oft sonniges, leicht bewölktes Sommerwetter. Es bleibt wahrscheinlich überall trocken. Temperaturen so zwischen 26 und 32 Grad werden wir haben. Ja, und dann am Samstag, da kommt dann die richtige Heißluft an. Da wird die Temperaturen nochmal deutlich ansteigen. Gerade in den Flusstälern im Westen und Südwesten können wir 35, 36, vielleicht sogar so örtlich 37 oder 38 Grad erreichen. Nur mal so zur Info, die Juni-Rekorde so im Westen am Rhein, die liegen so bei 37, 38 Grad. Also könnte sein, dass wir diese nicht erreichen. Knallheiß wird es auf alle Fälle werden. Nach Osten und Südosten hin, da ist es noch nicht ganz so heiß. Und im Norden, da wird die ja, Heißluft wahrscheinlich nur so teilweise ankommen, eventuell in den Küsten sogar gar nicht. Was heißt das fürs Wetter? Wahrscheinlich noch größtenteils gewitterfrei. Wir liegen noch unter diesem Höhenrücken. Die Modelle sind da insgesamt zurückhaltend. Mit dieser Annäherung dieser Kaltfront, die doch die meisten oder einige Wettermodelle drin haben, könnte es dann zum Abend Richtung Nordseeküste dann auch schon mal so Schauer- oder schauerartige Regenfälle und auch erste Gewitter geben. Unwetterartig sieht das momentan allerdings erstmal noch nicht aus. Wir gucken auf den Sonntag und da möchte ich zunächst mal direkt auf das Fragezeichen hinweisen. Es gibt natürlich noch viele, viele Unsicherheiten, was da genau passiert. Es könnte sein, dass nach den ja doch einigen Wettermodellen dann schon diese Kaltfront so langsam weiter ins Landesinnere vorankommt. Das heißt im Norden eine deutliche Abkühlung, schauerartige Regenfälle, hier ja die Temperaturen im Norden und Nordwesten schon deutlich zurückgehen. Die richtig heiße Luft würde sich dann auch im Süden und Osten befinden, hier teilweise nochmal 35, 36, vielleicht sogar 37 Grad. Ja, und da muss man abwarten. Die Wettermodelle, ja, die sind noch ein bisschen zaghaft, was mögliche Gewitter, schwere Gewitter, Unwetter betrifft. Ich habe aber trotzdem mal vorsichtshalber ein Ausrufezeichen dran gesetzt. Könnte sein, dass es mit dem Höhenrücken noch so ein bisschen die Auslöse, die Hebung fehlt. Aber naja, wir müssen einfach mal abwarten, was da passiert. Das ist auch völlig normal, dass wir jetzt 6 Tage vorher noch nicht genau sagen können, was da in Sachen Gewittern und Unwettern passieren könnte. Werden wir in den nächsten Tagen natürlich noch weiterhin einen Blick drauf haben. Ja, wie könnte es dann weitergehen? Wir gucken noch mal ganz am Ende kurz dann schon in die nächste Woche. Ist da natürlich schon so ein bisschen Spekulationsbereich. Der Montag wahrscheinlich ein Tag, wo es dann vor allen Dingen in der Südhälfte zu schweren Gewittern und Unwettern kommen kann. Das ist der Tag, wo wirklich dann Unwettergefahr besteht. Zum Dienstag werden die Unsicherheiten dann immer größer. Wir sehen beim ECMWF, bei der Höhenwetterkarte, dass das Höhentief schon teilweise dann ja so ein bisschen durchgeschwenkt ist, dieser Höhendruck. Diese richtig heißen Luftmassen werden dann wahrscheinlich eher schon so über Süd- und Osteuropa liegen. Vielleicht noch bei uns so am östlichen Alpenrand, Südosten Bayerns. Hier noch die Gewitter- und Unwettergefahr. Ansonsten setzt sich wahrscheinlich dann doch von Nordwesten her insgesamt ein bisschen kühlere und mäßig warme Luftmasse durch. Nach dem GSS sieht es ein bisschen anders aus. Da verbleibt der Höhendruck doch westlich von uns, gräbt sich sogar noch mal richtig ein. Und damit würde die gesamte Südhälfte immer noch in dieser heißen, gewitteranfälligen Luftmasse liegen. Und hier könnten dann auch noch zum Dienstag weitere Schwere und Gewitter und Unwetter drohen. Nach Norden hin wäre die Gewittergefahr aber deutlich geringer. Hier würde sich die ja kühlere Luftmasse dann doch behaupten. Das erstmal so als erster Trend, wie sich das Ganze mit der Hitze dann zum nächsten Wochenende entwickelt. Wir werden euch auch in den nächsten Tagen natürlich mit weiteren Videos auf dem Laufenden halten. Abonniert einfach unseren Kanal, dann verpasst ihr hier gar nichts. Ich wünsche euch erstmal einen guten Wochenstart. Wir sehen uns sonst gerne morgen wieder. Bis dahin. Ciao.